Ein herzerfrischenden guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Part, beziehungsweise jetzt schon zum 50. Part von GTA 4 bei mir im Kegel. Schönen guten Tag. Und wir haben hier eine fremde Person, beziehungsweise einen Freund, also hier jemanden auf der Karte, Hallo. Den wir ansprechen können. Machen wir einfach. Klar. Hey. Hey. Nico. It's me, Hosan. Hosan. How are you? Wow, man. It's good to see you. Ah, you too. So you stay. Yes. And you? Did you meet your cousin? Yes. Things have been complicated. How about you? Non-stop madness. Brilliant. I have met a lot of lunatics and life is wild. My friend's uncle gave me a job selling handbags. Knockoffs, you know. Sure. It's so easy. Easier than working on a goddamn boat anyway. And women, they love you. Man, after 3 months on that ship, let's just say I was not cut out for the sailor's life. Ah, shit. It's good to see you. You too. Hey, Hosan speaking. Yes, I'm on my way. Nico, hey, what are you up to? Nothing too urgent. Hey, why don't you walk with me? I've got to go collect some money. Okay, sure. Great. Okay. Das ist also hier die Person, wo will denn der? I think we need a vehicle. Ja, mein Wagen steht hier vorne. Das ist, glaube ich, die Person, die wir am Anfang hier auf dem Schiff kennengelernt haben, beziehungsweise mit der wir zusammen da das Schiff unsicher gemacht haben. Ja. This guy is just over on Castle Drive. Okay, fahre, hol zusammen mit Hosan seine Nachzahlung ab. Alles klar. Wir versuchen's. Ja, ich war jetzt übrigens schon auf dem... It's hard for us without visas. People don't want to treat us good. Amount of times I've done a job and then got stiffed for my pay. Shit. I can't even count them. Yeah, the immigrants. All bla, bla, bla. Here's where he said he'd meet me. Wait here. Hey man, you got that money? I've been waiting a while. I forgot to ask. You got a visa? I ain't giving good American currency to an illegal. Na, jetzt müssen wir ihm bestimmt hinterher. He's got all my back pay. Can you get him? Hol Hossans Geld zurück. Na klar, also Gehalt, ja. Gehalt ist Geld. Because their grandfather got off the boat here, not them. Hey man, that's the way the city works. Scumbags can do what they like to us. We're at the bottom of the pile. Oh, bleib doch stehen! Shit, he's getting a good lead. So viel Vorsprung hat er noch gar nicht. Machen wir keinen Stress hier. Guck mal, die Bullen sind wir auch gleich los. Mahlzeit! Ja. Guck mal, wer da liegt. So, seine Knarre nehmen wir auch gleich mal mit. So. Ja. Und das behalte ich jetzt, ne? Bringen wir uns dann zur Gasse an der Felsbar Street. Mhm. Schade, ich wollte das Geld jetzt eigentlich behalten. Schade. Every chump in Liberty City. Yeah, man. Maybe I should. I got some money. I could buy a load of handbags. Sell them myself. Sounds like a good plan. It would be. As long as I don't give them all to the first woman who gets into bed with me. So, wie gesagt, ich war jetzt eigentlich gerade auf dem Weg zu der letzten Mission bei dem Jimmy Pegorino heißt der, glaube ich, ne? Da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Nico, you're amazing. A fucking savior. This was one more wild trip in Liberty City. Made me think I should settle down though. Get that dog we talked about. Really? Yeah, I don't know. Here's some of my pay. Call it the stuff I'm not giving to the tax man. See you around, Nico. Thanks, man. You didn't have to do this, but thanks. Na, wie viel haben wir verdient? Ja, $500. Passt doch. So.
Ja, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen zurück zum 50. Part hier bei GTA 4 und natürlich bei mir, dem Kegel. Ja, wie gesagt, ich musste jetzt die Aufnahme doch schon mal starten, weil diese freundliche Person, die uns hier auf der Karte angezeigt wurde, die schneide ich natürlich immer mit rein. Das ist ja ganz normal, ne? Habe ich dann, ich weiß gar nicht, letztes Mal hatte ich das glaube ich auch so gemacht, oder? Und hatte ich dann wieder die Aufnahme beendet und habe dann bei der Mission dann wieder neu... Nee, ich glaube nicht. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich mache es jedenfalls so, also ich lasse die Aufnahme jetzt laufen. Wie gesagt, halbe Stunde machen wir ja immer, ne? Pro Folge. Und normalerweise bräuchte ich noch gar nicht aufnehmen, weil ich noch knapp 2 Wochen Vorlauf habe ich noch. Aber trotzdem, ich will ja das Projekt fertig kriegen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich das Projekt schnell abhaken will. Aber es sind ja noch einige andere Projekte geplant, ne? Was hier auch mit GTA 4 zu tun hat. Und wir haben hier bei GTA 4 sowieso noch einiges zu tun. Also, was heißt das? Hier nicht lange rumspacken. Achso, wo fahre ich an? Klar. Nicht lange hier rumspacken, einfach mit Schmackes voraus, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Und wenn nicht, ja, dann kann ich es nicht ändern. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal gespannt, was uns bei der letzten Mission hier bei dem Gym... Jimmy Pegorino. So, war ich also doch richtig. Alles klar. Danke für die Blumen. Was uns bei dem Jimmy Pegorino jetzt in der letzten Mission so erwartet. In der letzten Mission, da mussten wir ja, glaube ich, im Krankenhaus in der Notaufnahme seinen ehemaligen Leibwächter ein bisschen nachhelfen, das Zeitliche zu segnen. Aber das war ja kein Problem. Okay, wir hatten zwar die Bullen am Arsch, aber egal. Wir haben es hingekriegt. So, mal gucken, was jetzt hier noch so warten tut. So, ich wechsle gleich mal die Waffe zur Vorsicht. Man weiß ja nie. Pest Control. Oh Gott, mir schwand Böses. Gentlemen. Mahlzeit. What's going on? Nothing. Discussing pest control. Well, I've given you my advice, Peg. You do what you think is best. I agree. Finally. I mean, I don't agree with what he says. I agree that you know best. Excuse me? Relax. I didn't mean nothing by it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. See you later. Boss? Gentlemen? You're only an associate, Phil. Remember that. Yeah, yeah. Okay, tough Boss, guy. I gotta tell you this. He's not straight. Right before I came in here, I saw him talking to Angie again. You better leave. I need to speak to Nico. Sure, boss. But, think about what I said. I will. You know? Trust me on that. We got real problems. Police are all over us. Maybe you heard. I got served papers today. Phil, yesterday. We got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking. Wants us out of the picture. Maybe John Gravelli. What if Angelotti's? Somebody got to my people. So what are you going to do about it? I don't know. I gotta shut someone up and show people I mean business. I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize. But he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. I'll give you a call. Whoever I say to go see him. And shut him up! Ach du Scheiße. Wir sollen jetzt also wenn wir von Pegorino den Anruf kriegen, sollen wir entweder Ray oder Phil den Gar ausmachen. Dann wäre ich eher für Ray. Weil Ray, der ist mir, ja... Der will zu viel Kohle haben. Ehrlich gesagt.
So. Ja, wann. War das das jetzt schon? Ne, immer noch 75%. Also, ja, müssen wir jetzt warten, bis der Anruf reinkommt. Ist ja wunderbar. Ich freue mich gerade einen Keks. Ja, die einzige Mission, die wir jetzt noch, ja, also neuen Missionsstrang, den wir jetzt offen haben, ist hier bei dem Gambetti. Müssten wir da eigentlich rüberflitzen? Tja, oder wir könnten hier noch ein paar Auftraggebermissionen machen. Oder wir besorgen uns einen Polizeiwagen und machen erstmal ein paar von den Dingens hier. Nochmal hier so ein paar Verbrecher über den Jordan schießen. Das wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Könnte man ja eigentlich machen. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir einen Polizeiwagen finden. Ich hoffe, das ist jetzt auch die richtige Richtung, wo ich jetzt gucken will. Ich glaube nämlich, dass das irgendwo hier unten in dem Bereich war. Leider weiß ich es jetzt nicht mehr genau. Ich bin nicht gut informiert. Das ist mir jetzt auch schon klar geworden. Aber müssen wir da eben nachgucken. Also das wird ja wohl, ne? Also das wird kein Problem werden. Hoffe ich. Pass mal auf, wir machen uns hier erstmal ein Pünktchen hin. Pünktchen und Anton. Ja. So, oder ruft uns der gute Pecorino gleich an und sagt, hier, schmeiß mal den ja auf den Müll. Aber wenn er sich da jetzt keine Zeit lässt, also, tja. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt irgendwie geskriptet ist, ob das jetzt, ob wir jetzt den Phil oder den Ray über den Jordan schießen sollen. Das weiß ich nicht. Aber mir würde es ja ganz lieb sein. Oh, Pecorino ruft an. Nico, I've been thinking about it and I want you to pay our friend Ray a visit. Give him a message from me. He's at a sit down on Card Row in East Harlem. If that's your decision, Mr. Pecorino, it's done. Fahr nach East Holland und such nach Ray. Alles klar. Gut, machen wir. Alle tutti. Ist kein Problem. Also sollen wir Ray Pacino über den Jordan schießen. Ist mir auch ganz lieb, weil den Kerl konnte ich sowieso noch nicht ab. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Kommentarschreibern jetzt hier so ist. Aber, ja, ich bin da ja ganz ehrlich. Also, Ray Pacino war ein Arschloch von vorne bis hinten. Beziehungsweise jetzt immer noch. Und ich bleibe bei der Meinung. Ich bin froh, wenn der gleich weg ist. Also, wenn wir ihn jetzt umbringen. Ich weiß es ja nicht. So. Sind wir bald da? So. Wir sind da. Pest Control. Hä? Ein bisschen Tasten auf dem Telefon drücken. I see his car. He should be heading over to a chop shop in Moabo. Don't get too comfortable with him, Nico. Like every rat, he's a survivor. He's got good instincts. He has a bad feeling about you in particular. He fought some protection and he ain't gonna hang around and wait for you know what to happen. Then again, I'll get a chump muscle to stop for gas out of way. It might create a good opportunity. Alright. Schalte Ray und seine Bodyguards aus. Natürlich. Das kriegen wir doch hin. So, also wenn die bei der Tankstelle anhalten, dann am besten mit dem Raketenwerfer drauf, würde ich sagen, ne? Gut, wie fahren die denn? Warte mal, man kann hier schon mal... Moment. Man kann ihn ja schon mal auswählen. So. Das gibt gleich schon richtig Bum-Bum und so. So. Ah ja, da vorne ist die Tankstelle.
Hör auf zu hupen, ich bin am Arbeiten hier. So. Achso, die Ampel ist rot. Ich wollte gerade sagen, warum fahren die nicht? Und ich stehe gerade mitten auf der anderen Fahrbahn. Ist aber auch nicht schlimm. So, Leute, ihr habt eigentlich grün. Also ihr könntet normalerweise fahren. Aber die wollen nicht. Ist okay. Warum denn nicht? Und direkt hier vor der Polizeistation. Natürlich. Leute, was soll denn das da werden? So. Oh, 14.500 Dollar. Geil. Ja. Hier liegen ein paar tote Leichen. Wäre schlimm, wenn es lebendige Leichen wären. The meeting went to plan, Mr. Pecorino. Cleaning up's a tough job, Bellick. I don't got much left in mind, it's so clean. I'll talk to you soon. So, war das jetzt wirklich der letzte? Jimmy, Missionsfortschritt, 100%, geile Scheiße. So, sehr schön. Damit hätten wir Ditte auch erledigt. Aus dem Weg. Hier fahre ich jetzt. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier bei der, bei dem Missionsstrang von dem Gambetti oder Gamflutti oder, ach, was weiß ich, wie der Typ sie heißt, was uns da jetzt erwartet. Aber natürlich erstmal... Ihr wisst es ja. Muss ja, ne? Weil die nächsten Entscheidungen kommen garantiert. Und wenn wir da nur einen Speicherpunkt haben, der vielleicht auch noch ein bisschen weiter zurückliegt, dann haben wir ein Problem. So. Ja, Nico, guten Morgen. Zack, zack, zack. Wir müssen nochmal hier, ne? Also du weißt Bescheid. Man könnte ja eigentlich auch gleich zwei Speicherpunkte gleichzeitig nehmen, aber das machst du ja nicht. Und dann immer wieder 6 Stunden pennen. Das geht nicht. Da auf einen Schluck Cola. Prost. Herrlich. So. Also ich bin da. Wer noch? Aus mich. Oh, der Autowagen, der sieht auch nicht mehr ganz so... Darf ich dich mal kurz des Fahrzeuges entbitten? Ich habe da was im Auto gefunden, was, glaube ich, mir gehört. Danke! So, ja, wie machen wir das jetzt? Tja... Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Auftrags... wie viele Auftraggeber wir jetzt überhaupt noch haben, beziehungsweise wie viele Anrufe hier über das Telefon überhaupt reinkommen. Das weiß ich überhaupt nicht. Da sind zwar Polizeiwagen, die kann ich jetzt aber nicht nehmen, weil da... Das lasse ich lieber. Bevor ich mir da noch in die Brennnesseln setze. Das ist... das muss nicht. Das muss nicht sein. So, ja komm, also 10, 15 Minuten haben wir ja noch ungefähr. Ich glaube 10 Minuten müssen es jetzt noch sein. Wir fahren nochmal kurz vorne. Wo ist das eigentlich? Ach du Scheiße. Ja gut. Wir fahren hier nochmal eben zum Auftraggeber hin. Was soll's? Weil vielleicht kriegen wir dann diesen Missionsstrang ja auch noch fertig.
Ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie was Besonderes dafür bekommen, wenn wir jetzt alle Auftraggebermissionen fertig machen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht irgendwie im Versteck immer eine Rüstung oder vielleicht Munition oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht, dass wir die Bullen schneller loswerden oder... Ja, keine Ahnung. Also so viel das schon mal gesagt. Ich habe GTA 4 noch nie auf 100% durchgespielt. Und damit werde ich jetzt auch nicht anfangen, bevor die Fragen aufkommen. Weil das würde einfach den... Das würde den Rahmen sprengen. Und wenn es den Rahmen sprengt, dann bin ich aber... dann bin ich mit dabei. Also dann geht hier alles den Bach runter. Na, aber wenn wir hier die Hauptstory, also hier mit Niko Bellic das Spiel durchhaben, dann geht es ja noch weiter mit den DLCs. Also hier Ballad of Gay Tony und Lost in the Hand. Das ist ja, haben wir uns ja vorgenommen. Ich glaube nur bei The Ballad of Gay Tony, das wird eins von meinen Horrorprojekten. Weil ja die meisten Missionen mit dem Hubschrauber sind und wie gut ich mit dem Hubschrauber fliegen kann, das habe ich ja euch schon gezeigt. Gerecklich Target. Aha. Hey, brother. Is there anything that needs to be handled? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. It's three men. They've been lured to an old building in Alderney City. Finish them there. Okay, begib dich zum Aufenthaltsort der Zielperson. Ja, es sind aber mehrere. Wenn es drei Stück sind, dann müssen wir auch drei Stück erledigen, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Na, und wenn wir das jetzt so machen sollen, dann sind es ja drei Leute, die wir töten müssen. Also können wir nicht zum Aufenthaltsort der Zielperson fahren, sondern zum Aufenthaltsort der Zielpersonen. Nur mal so im übertragenen Sinne gesagt. Ich will ja nicht als Klugscheißer hier vor euch sitzen und sagen, hier, das ist so und so, ne? Muss ja nicht sein. Das habe ich ja gar nicht gern. So. Schalte die Zielperson aus. Ja, wenn ich einen Eingang finde, ist es kein Problem. Oh. Sterben. Ach, das sind ja mehrere. Ach, wie schön. Was soll das denn? Hören Sie mal, ich bin hier im Auftrag der Regierung unterwegs. Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, ne? So. Was noch? Was? Was mit dem Chicken? Was? Du willst mich dyen? Dyen of the day. Wo bist denn du? Huhu. Komm her, du kleiner Schlubblub. Na. War da gerade einer? Da ist noch einer. Warte mal, das können wir auch anders machen. So. Was?
Ich hab nichts. Nee, ich hab nichts gemacht. Der lacht da schon so verbrannt. Huch! Yeah. Der war da aber grad nicht! Nicht mal alle sterben! Oh, meine schutzsichere Weste ist auch schon wieder fast in the ass. Finde ich nicht okay. Nee. Gefällt mir nicht. Es gibt gleich einen Daumen nach unten. So. Wie weit geht denn das hier noch hoch? Haben wir es langsam mal geschafft, bitte? So. Ich push mal mit, ne? Halt die Schnauze, ich bin am Arbeiten. Will nix hören. Was? Huch! Na, also Freundchen, so nicht. Man kann ja gerne mit mir hier ein Späßchen machen, aber so nicht. Wo? Von da! Und von oben kommen sie auch noch, die kleinen Schlabuzis. So, warte mal, ich muss mal eben runter. Ich hatte hier, glaube ich, ein Medikit gesehen, oder? Ja, super. Okay, das hat sich mit dem Medipack erledigt. Wo ist denn der Arsch? So. Danke. My end of this deal is complete. If you're in need of another file, we can discuss it on the hard line. Sehr schön. Das war ja ein halt eine Arbeit, ne? Was habe ich denn jetzt an Kohle? Buch? Was habe ich denn jetzt verdient? Wenn ich mal so fragen darf. Ich habe so die Vermutung, dass es nicht viel war. Und irgendwie ist jetzt auch kein Medipack mehr hier. Ja, schön! Also ich freue mich. Ich freue mir gerade einen ganz großen Keks. Was willst du? Hä? Was war das jetzt? Lass mal hier eine 8 laufen oder was? Super. Ich freue mich. So. Gut. Dann würde ich sagen, die halbe Stunde haben wir jetzt, glaube ich, auch gut rumgekriegt, oder? So, dann werde ich nämlich jetzt nochmal eben zum Warte mal, speichern können wir doch auch hier vorne, oder bin ich da jetzt... Warte mal. Ich glaube, wir können hier vorne speichern. Ich mach das mal. Aus mich! Hier fahre ich. Wenn die Leute immer vors Auto springen müssen, das geht gar nicht. So, ja, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe natürlich, dass ihr ein bisschen Spaß mit dieser neuen Folge hattet. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann zu dem guten Gambetti begeben. Und mal schauen, was uns da erwartet. Vorher werde ich natürlich nochmal zum Waffenladen flitzen und nochmal die Munition und so weiter, alles Mögliche auffüllen. Und... dann werden wir mal schauen, was uns in der nächsten Folge erwarten wird. Vielen Dank fürs Zusehen und bis gleich zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüssi!